Ich bin Hauke Sören und bin 36 Jahre alt. Ich bin seit 2005 bei der Bundeswehr und bin eingesetzt im taktischen Luftwaffengeschwader 31 Bölke in Nörvenich. Ich habe eine Ausbildung gemacht in einer Ausbildungswerkstatt der Bundeswehr zum Kommunikationselektroniker von 2001 bis 2005. Dann stand ich natürlich vor der Wahl, gehe ich in die freie Marktwirtschaft, erlebe jeden Tag vielleicht das Gleiche oder so ein bisschen eintönig. Oder gehe ich zur Bundeswehr in einen technischen Bereich, arbeite im Flugzeug, bin in vielen Ländern unterwegs, lerne viele Leute kennen. Und da war für mich klar, ich gehe zur Bundeswehr und will am Flugzeug arbeiten. Ja, das Spannende an meinem Arbeitsalltag ist natürlich, dass jeden Tag andere Probleme auftreten können und auch auftreten, auch im technischen Bereich. Hallo, Maike Sören hier, grüß dich, hi. Ja, in welchem Tentpack bist du denn? Wir sind jetzt hier im Bereich der Tentpacks und direkt am Eurofighter auch und schauen uns das Problem mal an. Hi. Wir kriegen den PM jetzt Reload nicht drauf. Ja, wollen wir mal schauen gehen? Ja. Wir bekommen hier halt die Daten drauf gezogen. Siehst du hier? Ja, rausziehen kann ich ja, ne? Ja. Stecker sind alle okay, ja. Ja, wir haben jetzt gemeinsam mal das Problem identifiziert, haben den Cycle einmal geschlossen, wieder geöffnet und konnten damit das Problem beheben. Ja, wir haben in unserem System natürlich auch eine große Verantwortung. Zum einen sitzt in dem Flugzeug natürlich auch ein Mensch und unser System ist Luftfahrzeug zertifiziert. Das heißt, wir gehören zum Luftfahrzeug und da muss im Prinzip lückenlos und hundertprozentig alles passen. Ja, ein einschneidendes Erlebnis war für mich mein Mitflug im Eurofighter letztes Jahr, den ich durch herausragende oder besonders gute Leistung bekommen habe. War einfach ein mega geiles Feeling und wenn man das einmal erlebt hat, die G-Kräfte gespürt hat, das ist, vergisst man einfach nicht. Wenn ihr neugierig geworden seid, klickt euch durch die Seite, fragt unsere Karriereberater persönlich oder im Chat.